Welcome back, Carsten Deutz, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im Mighty Modus. Heute geht's in Suzuka rein ins Rennen. Oder nach Suzuka ins Rennen. Ich glaube, nach Suzuka ins Rennen ist, glaube ich, ein bisschen eleganter. Nun, zum Schluss kommt der halbe schöne Wetterfahrer raus, denn wir werden es komplett bewölkt haben. Zum Schluss nur mit ein bisschen Sonne. Ich muss noch mal kurz in die Werkstatt reinluschern. Wir sind kurz davor, einen Rekord aufzustellen, nämlich die höchstmögliche Anzahl an Grid Penalties. Wird leider nicht ganz so gut klappen, denn Energiespeicher haben wir uns schon neu geordert im Training oder vor dem Training. Auf jeden Fall war das auch schon ein neues Teil, denn ich habe ja, im Qualifying, ich drücke schon mal, ne, hier auf Starten, ich habe im Qualifying ja schon neue Teile angeordert, mit der Aussage, ich habe ja im Training schon eine 25 Plätze Grid Penalty bekommen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Also ja, ich habe sie bekommen. Ich habe sie auch immer noch. Plus jetzt die Qualifying-Strafen. Aber eigentlich wollte ich nur einen Teil auswechseln. Und für manche Teile gibt es 10 Plätze Grid Penalty und für manche nur 5. Und ich habe spekuliert, dass für dieses eine Teil, was ich neu angeordert habe, es nur 5 gibt. Also nur 5 Plätze Grid Penalty. Und naja, da es dann doch eine 10er-Bomb war, dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Und schon kam ich aus dem Training raus mit 25 Grid Penalties und dann halt, ne? On the top, Virtu-Weltrekord nach dem Qualifying-Modus. Wir berichten live aus der Mii-Präfektur im Süden der japanischen Insel Honshu, wo ein Rennen stattfindet, bei dem im Laufe der Jahre viele Titelentscheidungen gefallen sind. Einige waren klar, andere extrem umstritten, aber alle haben dazu beigetragen, dass der große Preis von Japan aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken ist. Suzuka hat einen ganz besonderen Reiz. Die japanische Strecke, die einzige in Form einer 8, besteht aus 18 Kurven, 10 rechts und 8 links, die Gesamtlänge 5,79 Kilometer. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit ist verhältnismäßig hoch. Bei trockener Fahrbahn liegt sie bei 218 km/h. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Können wir uns vielleicht über Sebastian Vettel unterhalten? Um weiterhin im Rennen um den Titel zu bleiben, müssen Sie heute gewinnen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie es nicht mehr selbst in der Hand. Und das können Sie auch ganz sicher schaffen, solange Sie sich nicht so sehr auf die Position versteifen. Am Ende zählt nur, dass Sie 100% geben. Das ist Motorsport. Du musst einfach bei jedem Rennen alles geben und hoffen, dass es reicht. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Daniel Ricciardo und Albon, Gasly, Ocon, Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Dani Kvyat, Grosjean, Stroll, Carlos Sainz und Magnus, Perez, De Vries, Lando Norris und George Russell, Giovinazzi, Schumacher, Latifi und der Regenmeister. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Ich weiß, du bist nicht glücklich mit deiner Startposition. Konzentrier dich einfach auf das Rennen. Das wird schon. Viel Glück! Es haben sehr viele Fahrer, unter anderem auch Sebastian Vettel, eine 10 Plätze Grid Penalty. Aber ich glaube, ein interner Rekord wurde aufgestellt. 214 Plätze Grid Penalty haben wir uns eingebüßt. Eigentlich, also streng genommen, müssten wir 3 Runden nach Rennstart starten dürfen. Oder starten. Aber zum Glück gibt es keine 214 Autos. Nur 22. Im Spiel, in Serie Live, 20. Vor ein paar Jahren, 24. Obwohl, wann gab es denn 24 Autos in der Formel 1? Das muss noch auf jeden Fall 1900, kurz vor den 2000er gewesen sein. Gerade Monaco rum haben nochmal Teams, die nur 4 Rennen mitfahren, alles bereit gemacht, um wenigstens Monaco mitfahren zu dürfen. Nun, ich hätte fast schon gesagt, wir gehen auf die Mediums, denn falls das Safety ja relativ früh rauskommt oder Rennhalbzeit, können wir dann mit den länger haltenden Reifen dann in der Safety Car Phase halten. Das wäre eigentlich super optimal und das machen wir auch.
Ja, viel angreifen können wir hier nicht mit Benzin. Oh nein, ich wurde schon wieder gescammt. Ich habe einmal nur nach links gedrückt. Wie viele Runden fahren wir? 27. Ich habe jetzt wieder 29,9 Liter Benzin dabei. Ach du heilige Scheiße. Wie kann ich das denn fixen? Jetzt habe ich einfach dick zu viel Benzin dabei. Aber dick zu viel. Ach, ich wollte jetzt auf 26 Runden mitnehmen. Also, nee, eigentlich auf exakt 27. Aber jetzt habe ich. Ich wurde wieder komplett vom Spiegel verarscht. Einfach direkt wieder verarscht. Ich will Benzin abnehmen. Der Balken lädt sich auch komplett, aber ich habe jetzt Benzin dazu bekommen. Obwohl ich eigentlich. Ich reihe das Spiel nicht. Es ist mir einfach alles ein bisschen zu wild geworden. Ach Mist. Egal. Es wird dennoch. Oh, warte mal, wir können ja noch personalisierte. Ja, das. Ich habe noch eine Chance. Nach rechts und jetzt nach links. Aber auch stark, dass wir mit den, oh Gott, das war jetzt zu viel, dass wir mit den Mediums länger fahren sollen als mit den harten. Oder? Ja doch. Das ist stark. So, exakt 27 Kilogramm für 27 Runden. Wir wurden nur halb gescammt. Also übrigens, für die Leute, die im Qualifying nicht dabei waren. Oh Gott, bis wir hier lange warten, bis wir starten dürfen. Wir haben einen neuen Skin. Für die letzten Rennen heißt es immer einen neuen Skin. Das ist er, Beim der Übungsstart konnten wir keine Probleme Rusty Look. feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Sieht ein Auge. bisschen sehr Wir wollen abgenutzt schließlich aus. nicht stehen bleiben. Ich fand es lustig. Also kann man mal machen. Ich habe natürlich alles angepasst. Ich habe mir extra auch für fucking Ingame-Währung den Helm gekauft, den ich mir natürlich über Season Pass verdient habe. Nein. Bitte? Nein, tu das nicht. Was soll das bringen? Wir können am Auto nichts ändern und müssen mit dem Rennen weitermachen. Versuch nicht in die Box zu kommen, sondern bring dich in Position, okay? Ist ja gut. Aber gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Latifi und Schumacher. Ach komm. Negativ. Bleib draußen. Das ist die Einführungsrunde. Wir können jetzt nicht am Auto arbeiten. Also brauchst du nicht hereinzukommen. Fahr nicht in die Box. Kein Stopp. Was? Soll ich jetzt doch reinkommen? Bitte? Nein, tu das nicht. Was soll das bringen? Wir können am Auto nichts ändern und müssen mit dem Rennen weitermachen. Versuch nicht in die Box zu kommen, sondern bring dich in Position, okay? Alles klar. Aber wie sieht's denn aus mit. Das konnte ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Zeit, letzte Runde. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Warum denn? Unrealistisch. In der Nesca hätten sie jetzt gesagt, was ist mit dir los? Raff dich. Alle müssen jetzt auf mich warten. Ich mache meine Reifen jetzt schön warm und alle kriegen jetzt kalte Reifen. Oh fuck. Sorry. So, Fettgemisch ist drin. Differ 65%, damit die Reifen nicht komplett in der zweiten Runde sich selbst eliminieren wollen. Übrigens, Zeichengetränk des heutigen Tages: Malzbier von der Firma Oettinger. Oettinger. Oettinger Malz. Das Beste, was Oettinger zu bieten hat. Oh, da vorne ist Red Bull. Oh, kacke, ich krieg die Kurve nicht.
Okay, P18. Doch viele Plätze gut gemacht. Jetzt können wir eh nicht großartig angreifen, deshalb hier schön versuchen, Reifen schon zu fahren. Ein Alfa Romeo hält mit mir mit. Guter Start. Oh, De Vries im Haas macht einen Move auf Red Bull. Da mache ich mit, aber ich ziehe vorbei, anders wie Nick De Vries. Oh, sehr schweres Auto. Ja, ist noch Fettgemisch an. Sehr gut. Ich muss leichter werden. Viel, viel, viel leichter. Vorne das zukünftige Aston Martin Team. Die Racing Points. Böser Curb gerade. Fuck off. Na egal, die holen wir uns wieder. Die Pace haben wir. Ja, komm, saugen. Wir saugen nicht genug. Mann, das Heck hat Bock. Ich aber nicht. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Ich muss doch nach vorne. Das DRS nutzen, wenn du höchstens eine und nicht Sekunde ins Grab. Hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Es ist gut, dass wir die roten zum Schluss verwenden. Eventuell vielleicht verwenden können. Und dann halt richtig hier einen rauszaubern können. Das ist uns ja im Qualifying verwehrt geblieben. Die erste, also Q1 war ja eher so schlampig, weil ich mir dachte, ich schaff's ja eh unter den Top 15, egal was ich für eine Zeit fahre. Also eigentlich, ne, Mercedes denken. Aber dass wir dann Qualifying 2 halt komplett mit Bauteil auswechseln, verplempert haben, das war halt nicht so gut. Come on. Come on. Ja, da bin ich sogar vom Gas gegangen, weil ich wollte ihn dann doch noch vorlassen, aber es war dann alles wieder ein bisschen zu spät. Okay, das wird jetzt nicht mehr reichen. Mit DRS. Oh Lord, da hat ja auch noch jemand DRS hinter uns. Aber für ihn reicht das auch nicht. Wir sind einfach zu schnell. Temperatur der Reifen, wie sehen die aus? Unter 100. Okay, warten wir mal den Schlängelsektor ab und dann können wir ja den Diff ein bisschen hochdrehen. Oh Gott! Gott, oh Gott! Das war super heikel. Bei Autos abfangen in F1, ey, das ist aber auch eine echt spaßige Sache. Zwei Ticken höher gestellt, mal gucken.
Oh, Doppelwindschatten. Wie auf Stroll und Stroll auf Grosjean und ich glaube, das geht auch so weiter bis P1. Kommen wir unten innen rein, innen rein. Ja, ich glaube, die roten Reifen müssen langsam auch keine Lust mehr haben, hier irgendwas zeitlich im grünen Rahmen zu veranstalten. Die müssten, glaube ich, langsam Erscheinungen kriegen, wenn unsere eigentlich noch ganz, ganz gut dabei sind. So, Übermodus aus. Wir überholen gleich auf den langen Gegengraden. Come on, wir sind schneller als ein Renault. Wir sind nicht schneller als ein Renault. Sie. In den Kurven sind wir schneller als Renault. Ah, Renault war halt schon immer stark auf der Geraden hier im Spiel. Oh, shit. Nein, nicht der schlimmste Gegner im ganzen Grid. Fucking Renault. Da müssen wir uns vorbeitanken. Habe ich irgendwelche Schaden bekommen? Ich glaube, da gab es einen leichten Stupser im ersten Sektor gegen den Renault. Ich lenke immer zu früh ein, komme dann immer zu früh raus aus der Kurve und mache die unnötig spitzer, als sie eigentlich ist. Unter der Sekunde am Vordermann dran, das ist super. Das heißt, in exakt einer Runde wird er auch überholt. Oh, shit. Ich glaube, bei 1,5 Runden plus gehe ich dann wieder in den normalen Modus. Oh, schade, ich wollte den gleichen Move gegen AlphaTauri machen, den ich gerade gegen den Renault-Fahrer gemacht habe. War es überhaupt? Ach, Grosjean! Nett! Oh Gott. Übrigens, das nächste Formel 1 Rennen die Batterie sieht gut aus. Wird ja in Frankreich sein, also in Sri Life. Und eigentlich war ja von Mercedes so abgemacht, dass Romain Grosjean in einer der Testsitzungen, also einer der drei Trainingssessions, das Weltmeisterauto von Lewis vom letzten Jahr fahren sollte, leider nur. Das Problem ist, da ja Romain Grosjean in der Indica mitfährt, überschneidet sich jetzt da ein Terminchen mit der Indica. Weil ich glaube ich. Oh Gott, scheiß die Wand an. Der fucking Renault. Weil ich die Formel 1 hat ja zeitlich, also vom Datum her, das Frankreich-Rennen ja auch verschoben. Und dadurch hat sich dieser Termin. Desaster nicht, das einfach mal ergeben. Oh Gott. Feuerball in Kurve 1.
Nee. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Weil das Statement war ja von Mercedes mit hey, man sollte Romain Grosjean nicht mit diesem Feuerunfall als letzte Erinnerung im Kopf behalten, sondern halt mit einem etwas schöneren Gedanken. Eigentlich eine nette Geste. Also, was ist das eigentlich? Es ist eine nette Geste. Heutzutage muss man natürlich auch wieder sagen, na klar, es ist komplett PR. Aber trotzdem eine nette Geste. Es ist so wie... Oh fuck, jetzt habe ich die 70.000 Abkürzungsbuchstaben vergessen. LGBTQ-Gemeinde. Halt alle Firmen ihre Logos halt komplett in bunt frisieren. Ist eine schöne Geste, ist natürlich PR, aber eine schöne Geste. Deshalb auch eine coole Aktion. Aber halt schade, dass es halt mit Romain Grosjean und naja, mit dem Frankreich Grand Prix und dem 2018er Mercedes halt doch nicht geklappt hat. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Aber ich glaube, soweit ich weiß, wird es auf jeden Fall nachgeholt. Heck, macht Sachen. Sie haben ein Problem. Ein paar Infos zu wer denn? Achso, Ocon. Es scheint, sie haben ein Problem. Ja, wer denn? Zuerst Namen sagen und dann. Was das soll. Oh, Reifen konstant auf eine 100er. 100er Grad. Eigentlich nicht so gut, aber ich sage mal noch an der Schmerzgrenze. Der fünfte Gang ist in dieser Kurve echt fies. So, achso, ja, das ist der Ocon für uns, ne? Das hat ja ein Problem. Na komm, auf den langen Geraden. Er biegt ab. Wir kriegen trotzdem DRS. Besser ist das. Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,5 Sekunden. Oh, wir sind im Standard unterwegs. Shit. Ich vergesse ihn wieder anzumachen. Aber jetzt kommen die Hammer-Time-Runden. Wo wir jetzt hier schön was gut frei fahren können. Freier Sicht, frischer Luft und einer freien Strecke. Aber in einem schlechten Wetter. Obwohl, das Wetter ist für unsere Reifen ganz gut. Dann werden sie jetzt nicht so ultra heiß. Oh, apropos, oh Gott, ultra heiße Reifen. Die packen wir doch mal wieder auf die 65 zurück. Jetzt wird gekesselt. Das ist vor uns Ricciardo. Na gut, da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, ein bisschen entspannt ein paar Runden cruisen können. Leute, so lasst uns über das letzte Rennen talken. Oh, die bleiben immer noch draußen. Hey! Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Also, fangen wir an mit dem Start. Komplett solide. Es war natürlich klar, dass Ferrari durchgereicht wird. So traurig das auch ist. Aber stark. Oh Gott, da habe ich gerade die Kurven gerade ein bisschen verhauen. Ja, auf jeden Fall stark. Also aus einer Nicht-Mercedes-Fansicht. Stark, dass Mercedes den Boxenstopp von Hamilton auf 4,6 Sekunden gestreckt hat. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Dadurch konnte halt Verstappen easy von 2 auf 1 rutschen.
Und was ich auch noch befürchtet habe, dass halt Verstappen von Leclerc aufgehalten wird, aber das war zum Glück nur ganz kurz der Fall. Ich meine, es ist immer noch ein Rennen. So komplett mit weißer Flagge sich zurückziehen ist auch irgendwie ein bisschen doof. Dann war halt meine Hoffnung mit okay, was machen sie jetzt mit Perez? Oh, ich sehe da was. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Safety Car, Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Was ist die Strategie? I don't know. Achso, ich drehe nochmal ein Stückchen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Mhm. Gerade der Lewis. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja Mensch, das war jetzt wieder optimal. Das ist deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Oh, da war der Bernd. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall Zeit, über das Rennen zu philosophieren. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Perez war noch nicht in der Box. Und da dachte ich, okay, gut, Perez, der Reifenflüsterer, die werden ihn vielleicht halt genauso lange raus, also noch länger draußen lassen, dass halt das der Hamilton das halt an ihm halt nicht vorbeikommt, im besten Fall. Aber da Hamiltons Boxstops zu unfassbar schlecht war, dachte ich, oder war meine Idee, die auch zum Glück umgesetzt wurde. Da musste ich den Christian Horner das noch nicht mal per WhatsApp schreiben. Halt so schnell wie möglich rein und frische Reifen holen für den Perez. Dank dem vermasselten Mercedes-Stop bei Hamilton. Damit Perez mit frischen Reifen noch besser den Hamilton wegblocken kann und Verstappen in der Zeit wegfährt. Was ja auch geklappt hat. Das war super gut. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Problem war nur. Okay, langsam. Naja, Stroll hat sich halt durch den Reifenschaden hinten links halt eingeplankt auf der langen Geraden bei über 340 km/h oder war ungefähr die Einschlagsgeschwindigkeit. Keiner mehr in der Box. Ah, hole die Kolonne ein. Okay, gut. Keine Zeit mehr einhalten. Das ist entspannt. Und wieder durch eine Swall Safety Car. Oh Gott, ich muss diesen. Okay, puh. Gott, oh Gott, der war laut und anstrengend. Der und naja, durch den Swall Safety Car habe ich auch wieder kurz gedacht, ah, shit. Schöne, was waren das? 8 Sekunden? Einfach weg wieder. Einfach für die Katz. Aber dann, nach dem Safety Restart war ja doch wieder alles gut, bis halt auch hinten links sich der Reifen bei Verstappen verabschiedet hat. Wo ich mir dachte schon, ah ja klar, irgendwie muss ja Hamilton gewinnen. Geht ja sonst nicht anders. Also, wenn er es mit Skill schafft, oder wenn er es mit Skill mal nicht schafft, dann muss es doch wieder irgendwie so gedeichselt werden, dass er halt doch wieder glücklich rauskommt. Ich sag ja nur Imola. Fährt er sich die komplette Nase ab. Muss er noch dann, weil er nicht mehr wenden kann, in den Rückwärtsgang rein. Naja, und dann kommt eine rote Flagge wegen Bottas und Russell und die Startaufstellung geht dann so los, wie die letzte Runde war und nicht die aktuelle Runde. Somit hat sich Hamilton wieder auf P2 vorkämpfen können. Das war absolut verrückt. Ja, auf jeden Fall, so wie alle Leute sagen, es ist der fucking Bayern-Bonus. Wo ich immer noch sage, nein, macht euch, rafft euch, macht und rafft euch, alles Quatsch. Auch die Reifen überhaupt nicht auf Temperatur gehalten. Ich hätte eigentlich noch mit einer Runde gerechnet. Ich bin eingebremst, ich bin eingebremst. Och nee, ich konnte gerade nicht Gas geben. Grüne Flagge, grüne Flagge. Das ist ja mega Mist. Bye, have a great time.